Hallo auf YouTube. Willkommen zurück. Es ist Montag. Wir starten in die neue Woche zusammen mit Arturo und im Stream natürlich. Stream-Chat ist auch da. Hallo. Und wir haben gerade so ein bisschen einen Plan gemacht, wie wir jetzt weiter vorgehen, weil wir ja schon 100, 101 sind vom Level hier und ab 105 würde ja theoretisch sogar schon Udun, Gorgoroth, Schicksalsberg anfangen und das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Wir haben aber leider noch zu viel Karte und zu wenig Zeit. Also EP-Balken, so. Also wir sind jetzt hier, ne? Seht ihr das? Ja, ihr seht das hier. Also wir müssen eigentlich alles nochmal bis hier rüber. Dann müssen wir normalerweise noch hier oben hin, um dann hier Nordistien zu machen. Über das Ödland, weil das Gebirge, dürfen wir nicht drüber kraxeln, über das Ödland, diesen Sumpf hier oben und dann runter nach Mord. Das ist echt viel. Also das ist echt viel. ja, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen was überspringen. Wir huschen jetzt direkt hier hin. 1 Kapitel 11, die Schwanenritter und gehen zum Amon Lontir Belfalas. Das ist ein Leuchtfeuer, um zu coole Verbesserungsrune abzufassen. Gucken mal, was für Folgequests kommt. Und dann würden wir direkt nach Etrin gehen. Also das ist schon, wir überspringen jetzt ein bisschen was. Aber Leveln auch zu viel, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lieber Minas Tirith überspringen. Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Mikro. Meine Buchquests, würde ich sagen, je nachdem wie das Level da ist. Hauptsache die Buchquest, den Rest lassen wir weg. Ja, Buchquest und dann gucken wir mal, dass wir zum... Achso, wir müssen... Ja, okay. Dass wir mit den Equipment-Sachen halt hinterherkommen. Mhm. Auf der Karte Umbar Mog, die Niederung, ist die Richtungsangabe nach Umbar Vahebel auf Französisch. Deutsch-Französisch. Alles rein. War im Shop war doch auch immer ganz viel. So ein. Da gab es doch immer rechts so ein Fensterchen mit, ich sag mal, super duper Sonderangebote. Da stand Ewigkeiten auf Französisch bei uns im deutschen Client. Mhm. Jetzt wird's heftig. Ich muss schnell das Fenster schließen. Oh. Dass du mir gleich hier absäust. Und soll's morgen ganzen Tag regnen und schütten und. Uiuiui. Okay. Dann wird's Auto sauber. Straßenuntergang. Solange nicht der Keller vollläuft. Als weiterhin. Ja, das wäre richtig, richtig mies. Da haben wir sogar noch einen dritten Ettenbuff. Das heißt, sie haben mir die Gabe geholt und waren auch noch in der Binge oder so. Ich denke, auf dem Server gehen Edden auf jeden Fall schon eher. Gut. So leer wie auf Bele ist es ja hier nicht. Das war doch ganz entspannt. Aber es ist alles blau. Alles. Außer. Hast du noch drei Außenposten? Er ist neutral. Okay, ein Außenposten fehlt noch. Leute, strengt euch doch mal an. Ein AP. Oh! Tat abgeschlossen. Yay! Was gab's denn da? Unschuld. So levelt. Wanderer of the West Gondor. Mhm. Aber ich wandere doch gar nicht. Reiter auf einem Pferd. Aber Schockpunkte nehme ich gern. Kämpfen muss man mit dem. Ja. Ich werde zurückgehen, aber eins müsst ihr noch wissen. Wir stehen vor einem Angriff. Oh.
Also dafür, dass die türkis sind, machen die ganz schön Aua. Sorry, das ist ja das. Noch mehr. Yay. Ah, ihr seid doch gemein. Wer was vorliegt. Schon. So wieder blitzt. Oh, okay. Spannend, ob das ganzen Sommer so weitergeht. Also bei uns, ist schon wieder spannend, ey. Bei uns ist blauer Himmel, ein paar Wolken, aber sonst alles tutti putti. Unschuldig seid ihr auch nicht. Was denn? Wir sind immer unschuldig. Unschuld vom Lande. Amadon. Ja, muss mal komplett zurück, oder? Ja. Richtung Kalimbel, hä? Ach, da unten? Oh je. Hab ich mit dem Lagerfeuer gebunden? Na, da. Ach, warum hat sich die Beschriftung von dem Lagerfeuer raus? Das riecht nicht immer auf. Auf den Schwachsinn kommen ist. Wo ist denn das Lagerfeuer? Schaukeln! Nee, in Lamm. Amadon. Amadon. Na dann? Vielleicht passen, oder? Mal probieren, mal schauen, wo wir rauskommen. Ich halte einfach an. Sind wir ja in der Nähe. Könnte sogar das Camp sein. Huahu. Huahu. Huahu hatte Huahu. Hua, hallo, Schaukeln! Hua, hua, hua! Ja, süß, passt sogar. Oh, geilo! Schön, danke schön. Im Monat. Die. Vielleicht wird's doch kein Sommer, wo durchgehend 40 Grad sind. Na, wir haben ja noch ein bisschen. Vielleicht. Ah, warte mal. Es kommt mit Sicherheit nachher, aber ich glaube, letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich heiß. Also heute war es okay. Was wir heute hatten, ist extreme Luftfeuchtigkeit. Also, boah, auf Arbeit, ich habe dauerhaft den Pusti an, dass der einfach nur umwillt. Das ist alles am Kleben. Ich war okay, naja, dann geht's, dann ist okay. Wenn der so ein bisschen immer hin und her wedelt. Hat ab und zu geregnet und dadurch wurde die Luftfeuchtigkeit mal höher. Uiuiui, gefährlich mit der Geos. Ganz lange, ich tippe ganz vorsichtig auf. Stehen bleiben! Also bleib stehen! Dauer drücken kannst du da nicht. Ich mache immer so tipp, 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 tipp. Muss mal lauter drehen, sonst höre ich dich gar nicht mehr. Ich höre nur noch Regen. Oh Gott! Hallo! Können Sie mich hören? Ja, schon. Okay. Hilfe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vor 20 Sekunden gesagt habe. Tut mir leid, Delirion. Achso, du meinst Mief Quill, mein. Jetzt hab ich's. Mein Pusti auf Arbeit. Nein. Quill tut das nicht. Hoffe ich. Ich hoffe, mein Büro muffelt's nicht. Ich hab den. Ja. Dadurch, dass ich hier ein tolles Kellerbüro habe, wie es sich für ITler gehört. Ab im Keller, Fenster weg. Genau. hab ich da natürlich etwas stickigere Luft da unten. Aber bestimmt nicht so stickig wie hier oben. Nee. Das Blöde ist, wenn man das Fenster zumacht. Nein, dann kann es weiter unten, oder? Hä? Ach, da unten ist der. Aha, hätte gerade da hoch gemusst. Ah. Geil. Man kann ja Windows gar nicht benutzen. Wie soll man denn da arbeiten? Ich gehe zurück, aber nehmt euch in Acht. Ich glaube, dass sich ein Feind auf dem Hügel des Leuchtens. Ach, jetzt müssen wir. Jetzt.
Oh, guck mal. Nur für dich. Tada! Gestern und vorgestern hat es hier Nordheide kräftig gewittert und ich lag mit Migräne. Ah, oh, aber dass es dir heute besser geht. Migräne flach. Gestern war Sonntag. Gestern war ein komischer, durchwachsener Tag. Erst hat es... Es war sehr, sehr diesbewölkt. Aber schon warm. Da bin ich ins Training. Dann schien die Sonne. Da dachte ich mir, cool, jetzt noch schnell Wäsche waschen, damit hier mein Teppich. Ich habe nämlich meinen Teppich geschrubbt. Mein Gaming-Teppich. Teppich. Den habe ich auf dem Balkon gehangen. Und abends hat es dann richtig stürmisch und geregnet. Muss ich das Ding ganz schnell wieder abnehmen. Ist durchgedrückt. Der riecht jetzt wieder ganz toll und er ist, hat wieder weiße Schrift. Die war schon ein bisschen dunkel. Ja, schön. Nee, das musste mal sein. Ich hab Bug sein. Da ist es bei mir nämlich auch wieder die komplette Skillleiste alles weiß. Aber ich kann Fähigkeiten ausführen. Ja, das ist echt ätzend, wenn du vom Pferd absteigst manchmal. Ich weiß gar nicht, wie das zusammenhängt. Ob man dann kurz vorher im Fight war oder so, dass er das nicht richtig registriert. Du musst erst rauchen, dann absteigen und dann passt die Leiste. Nee. Schwebste. Ja, und dann noch hier dieses komische Laufen an, ne? Der Anführer. Genau. Okay. Dieses komische Laufen, weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ja. Genau. Hallo, verwandel dich. Jetzt leckt's wieder. Ich wollte vorhin gerade noch sagen, es lief so gut vorhin. Ist wieder die Zeit, wo es wieder der Spinnen anfängt. Ja, ich kann eigentlich gar nichts machen. Ich hab eben gerade auch gedacht, das Acker nicht mehr, aber jetzt geht's. Ach, die Fähigkeit ist dann breit. Was? Ihr habt sie demoralisiert. Flieht, flieht. Ja, toll. Uns erst auf die Kusche hauen wollen und jetzt abhauen, weil wir den Anführer besiegt haben. Das habe ich gerne. Hä? Okay, der ist nicht geflohen. Also ohne das Outfit macht sie das Laufen beschissen aus. Noch beknackter. Das sah gestern schon beknackt aus. Nee, da ging's noch. Nein, gestern sah es... Vor allem dein Zwerg. Wenn dein Zwerg das macht, die... Alles wird gut, alles. Bei deinem Zwerg sieht's noch beknackter aus, oder Mist? Das sieht's aber besser aus, dann sieht er das Outfit besser aus. Bei das deinem Elben, irgendwie ist die Animation bei deinem Elben abgehackter. Sieht irgendwie sehr komisch aus. Oder? Ja, weil der mit den Füßen irgendwie immer so einen Doppelschritt macht, da so. Also er hüpft so, aber das sieht so abgehackt aus. Bei deinem Zwerg war das so richtig schön smooth. Also so klein und ha und alles ist schön und wir werden heute sterben. Okay. Mag ich doch, das passt besser zum Zwerg. Und jetzt mal langsam gehen. Sieht das dann doof aus? Was ist da hoch? Ach Gott, das ist jetzt wieder so eine Weltreise hier. Ich konnte wegen einem Lag nicht fliehen. Ach so. Deswegen hat er mich Angst. Oh nee. Echt jetzt? Ich habe 111 Gold und 111 Silber. Nice. Nie wieder was aussammeln. Nie wieder. Nie. Ich werde alles an Geld dir geben. Ne? Immer diese Summe habe. Wo müssen wir jetzt hin? Findet und sprecht Rovalang. Rovalang ist im Schwarzgrundtal. Das ist einmal zurück nach Morlad. Richtig, ja. Ich habe... einen Port und kann nicht rufen.
Haartrend, was ist Haartrend? Aber hinten. Ich. Frankfurt. Erne, so, ne, Stoll am Rot. Beim Flusshobbit mit Stab sieht das extrem sehr nett aus, extrem gut. Wer das dachte, jetzt weiß. Jeder erstellt sich Flusshobbit, macht dieses Laufbahn und denkt so. Ernsthaft, geh mal langsam mit der komischen Gangart. Ja, macht Adro bestimmt gleich. Komm, Bombardier in Slow Pushen. War lang ist vielleicht der letzte Schwanenritter? Nur noch Kapitel. Mhm. Hol deinen Stab raus, okay. Wenn du gehen machst. Ja. Das ist ja krass, das ist so wie so ein Secret. Stab kenne ich gar nicht. Ach, das ist aber. Der Stab, der dabei ist. Hast du ihn jetzt automatisch in die Hand genommen? Nimm den automatisch in die Hand, ja. Ah, okay, du hast das Gandalf laufen jetzt. Ah. Aha. Da liedern wieder. Ja, aber es ist unfassbar. Müssen wir gleich noch Siedliedern sagen. So ein Fan von sein. Weiß er bestimmt nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aus wie. Ja, hallo. Klassenclown. Auch Fasching. Aber. Er ist so. Man geht so selten. Ja, das stimmt. Ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, alles gut, alles gut. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, man geht. Eigentlich. Kann ich. Doch, durch ganz Mittelerde laufen. Das gab's mal. Ich weiß. Ja, mehr. Ich mache das manchmal bei instanzierten Sachen, wenn man selber zu schnell ist, weil der NPC geht. Aber es ist so selten. Lang. Ach, das war der da oben. Da beim Stein von Erech. 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 Mhm. Bist du schon wieder da? Ach, süßes, kriegt man schon wieder Rüstungsteil mit 3 Essenzplätzen. Da kannst du eine Essenz aussuchen. Ich will zur Stadt zurückkehren. Aber noch kann ich das Schwarzgrundtal nicht verlassen. Ihr habt am zweiten machen oder muss man das Solo sein? Ich sehe es. Ah, geht in der Gruppe. Er reißt nämlich gleich. Es ist meine Pflicht, mich dieser Kreatur zu stellen. Ein Schiff. Der Schatten von Morton. Eine riesige Bestie kam aus den Bergen heruntergeflogen. Und nun fürchte ich, dass die bösartige Kreatur... Leiser. Ob das... Man macht I will succeed by myself. Müsste doch auch gehen, oder? Dann wird's, glaube ich, nicht so schön. Wobei, das Ding ist ja aus, oder? Die Schwierigkeit. Machen wir in der Gruppe oder machen wir Solo? Ah, lass uns eine Gruppe. Egal, oder? Lass uns eine Gruppe machen. Lass uns eine Gruppe. Ist ja aus. Du machst ja Schaden, denke ich. Hä? Beim Stein von Erech? Ja, Erech. Erech. Schaden? Kenne ich nicht. Erech, doch Stein. Beim Gehen auf dem Pferd, ob es da was anderes macht, weiß ich allerdings nicht. Das könnte auch noch sein. Wow. Und wegen einfach, die sind Elite, die hauen rein, wie blöd. Ach was, du musst aber ein bisschen zuhauen.
Aber die beißen mich. Ach, bitte Balle. Muss mal das richtige Ende vom Pfeil hinschmeißen. Hast du auf deinen Short gesehen? Ich schieß in die andere Richtung. Der war geil. Das war schon cool. Ich hab ja die Akku. Geilo, ich hab ja die Akku. Von allen Teddybären. Wo hast denn die her? Wie hast du das gemacht? Zufall. Ja, echt mal. Das kann nur zu. Bug. Die haben gesehen, du bist auch ein Bär, also greifen sie dich an. Das ist ein Bug. Okay. Aber nicht der Stein von Erich Honecker. Nein, es ist nicht der Stein von Erich Honecker. Richthofen. Oh, danke schön für dein Follow. Ich glaube, die... Oh. Ich glaube, ich hätte es nicht in der Gruppe machen sollen. Egal. Mhm, glaube ich langsam auch. Jetzt nochmal schnell, war's okay. Huch. Von wegen, jetzt mal entspannt hier das hier machen. Ja. Was, das ist nur 5 Minuten Zeit? Okay, wir müssen umhauen. Zack, ja, zack. Ja, wir müssen den umhauen. Ich mach schon. Der Stein ist auch ziemlich weit im Westen statt im Osten. Deswegen ist es ja nicht der Stein von Erich. Hey, der macht ja gar nichts. Oh, Hilfe, gehen wir die Witze los hier. So, der... Ach, das war's, gell. Etwas weiter? Wir haben es geschafft. Ach so, nee, jetzt kommt der eigentliche Gegner. Nazgul. Muss denn 5 Minuten schauen. Mhm, auch noch Zeitdruck hier. Foto von dir. Sieh, gib mir ein Foto. Nein, so. Hier, wohin ich will. Mach doch. Nur so eben nebenbei, die Instanz hat man mal zum 7er Essence Farm genutzt. Aber wie hat man die dann nicht abgeschlossen oder wie hat man das gemacht? Wenn man die gefarmt hat oder ist das eine wiederholbare? Oh. Oh. Sag Bescheid, wenn die Bestie irgendwas macht. Gar nicht, dass so eine Nasskultur ist. Ah, okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Über den Spiegelteich. So kann man 7er Essenzen fahren. Aha, cheaten. Okay. Oh, siehst du, gibt's eine 7er Essenz aus der Box raus. Also ich gebe dir meine 7er Essenz freiwillig. Taktische Meisterschaft. Resistenz. Du siehst, du brauchst ich doch. Ich bin so besser. Brauchst du doch. Oh mein Gott. Ich? Ah. Hi, kann es sein, dass die Grafik im Spiel etwas verschönert wurde? Ja. Wurde sie. Etwas aufpoliert. Das ist eine wiederholbare Quest. Ah. Das ist Interlude. Those are the dead. Nimmst du die nochmal an, oder? Nee. Sprechen wir los in der großen Halle von Dol Amroth. Dol Amroth! Porte und los. Laufen. Oh, gehen, weil du es bist. Mit Stab. Genau. Und rückwärts. Und oh. Mit verbundenen Augen. Oh, also wir nächste Woche noch nicht fertig. Nee, das ist. Nee, das. 2, 4er. Oh. Passen die da überhaupt drauf? Nee, passen sie nicht. Reise. Ich habe 4er Aufwertung gekriegt, das ist viel zu klein. Auch 7er Aufwertungen. Kacke. Haha. Aber mir geht's noch, oder? Geht das auch nicht mehr? Doch, ich kann auch, weil ich noch nicht aufgehört habe. Haha. Okay. Das ist ja auch wieder blöd, also. Naja. Rückwärts, da kann man ja nicht einfach auf Folgen gehen. Nö. Wir spielen ja auch schwer, da muss man es auch schwer machen. Selbst das Hinterherlaufen. Genau. Alles. Es ist einfach alles schwer.
Er ist umsonst tödlich, wenn du mit verbundenen Augen rückwärts die Klippe runterfällst. Oh. Oh ja. Und alle Ports haben Cooldown. Schwanritter sind zurückgekehrt. Yeah. Dafür danke ich euch. Entweder eine Essenz oder ein Rüstungsteil. Das ist die Frage. Das bin ich halt so blöd, dass du nicht beides kriegst. Eine Essenz und ein Rüstungsteil. Woher willst du denn die Essenzen herkriegen? Weil es hat 3 Slots, wie gemein. Aber jetzt mal. Ich habe schon eine Brust mit 3 Slots. Toll. Also. Ich sag mal so, warte. Ich würde bekommen. Das hat das gleiche wie ich, was ich anhab da. Ich hab das da an, bloß dass du Essenz noch reinpacken kannst. Ja, aber guck mal, ich habe das an und das würde ich bekommen. Und die Essenz ist doch niemals. Was hat denn die? Die Essenz hat 76 Macht, das ist doch ein Witz. Und ich habe 185 schon drauf. Darum sage ich ja, ist doch ein Witz. Und die. Komplett unlogisch. Vita-Essenz, die wir bekommen würden, hätte auch nur ungefähr 75 Vita. Wir haben aber schon 150 drauf. Deswegen diese. Okay, was sieht schick aus? Beim Roni ist das, glaube ich. Ich glaube, Git hatte das Ding an. Das sah nicht schlecht aus. Schwarz. Leichte Rüstung, das da. So was Ähnliches habe ich ja bei Umba. Droppte da noch, wenn du da dann durchquestest mit dem Roni. Okay. Irgend so ein ähnliches Teil habe ich definitiv. Ja, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, dieser Zwergen-Roni hatte das an. Was ist das hier? Das mittlere Rüstung ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Dann hier. Schwere Rüstung mit dem Schwan drauf. Schwanritter-Rüstung. Und das musst du pink färben. Ja, oder? Oh, nimmt aber gut an. Schon geil aus. Ja, das ist noch eher, ja. Aber wenn das mal zu hell. Yay! Oh, wupp. Level up! Mega! Das kann man schon wieder aufwerten. Hä? Schon wieder neu schmieden? Ja, ich dachte 101 und jetzt hast du Stufe 7. Das ist richtig toll. Ja, Stufe 9. Jetzt rumjammern, dass alles so schwer ist. Nein, wir jammern nicht. Wir jammern nicht. Wir jammern gar nicht. Es gibt Word of Mastery. Ich kann was einsetzen. Habe ich da irgendwas? Ich hätte was da. 4. Ach so, weil die Quest noch so lang. Ah, ja, weil die Quest. Was muss da rein? Muss ich noch schauen. Was denn? Wo denn? Weil jetzt auch ein Platz wieder da frei ist. Stufe 7. Word of Mastery, was du da einfügen kannst. Ach so, Beherrschung. Du kriegst hier Fähigkeit. Ein Slot in deinem Klassen-Item, ne? Ja, genau. Aber da ich nichts Neues habe, könnte ich trotzdem. Es macht Sinn, die 4 noch nicht. Na gut, besser als nichts, oder? Wenn du eine 4 hast, würde ich sie erstmal reinpacken. Ich habe noch 3 bei mir rumfliegen. Ja, wenn du sie hast, mach rein. Ich hatte ja gar nichts mehr. Nur schauen, was von denen. Welchen hier? Was habe ich auf dem Waffenkopf drauf? Press on, Indication, Bow. Was ist denn das? Wenn es Stufe 19 geben würde, würden sie auch damit rumlaufen. Für 24er Raid-Größe gedacht und jammern würde noch mehr. Ja, natürlich. Das ist sowieso das Schwerste, was geht. Wir würden auch. Dauerjammern. Aber sowas von. Alles ist scheiße. Guck mal, wie scheiße schwer das Spiel ist. Wir kriegen überhaupt nichts hin. Man kriegt ständig auf die Fresse. Boah, gleich löschen. Genau. Account verkaufen und löschen. So, weg damit. Okay, das braucht man nicht. Ach so, die Quest von ihr kannst du dann annehmen, ne? Ja, warte mal kurz. Ich habe 2 Plätze. Ich kann 2 Sachen reinbauen. Precision Stance, das Precision Quickshot. Ja, dann hauen wir die 2 hier rein. Sehr schön. Hauen sie rein. Besser 4 als gar nichts drin zu haben. Ja, klar. Na klar.
Weil die sind ja noch nicht deaktiviert oder sowas, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Gott sei Dank, ja, das wäre noch schlimmer. Das wäre blöd. Ja, weil sie bis 105 gehen, genau. Dann, ja, pack rein. Ach, jetzt kann ich ja die Aufrüstung, Aufwertungsdinger hier benutzen. Hm. Ich rufe dich dann, wenn du soweit bist. Und so bist du weiter, okay. Ja, nee, mach mal in Ruhe, ich rufe dich dann. Ich reite vor. Okay. Mach ich das ran, das kann ich aufhören. Direkt ist der Himmel bedeckt und düster hier. Es ist richtig dunkel.